jetzt wird richtig schön Eisenhand und Eisendorn gehuntet. Sandwich Elektro, Schillerkraft und Begegnungskraft Elektro. Abfahrt. Boah, und die Kamera ist so langsam, ne? Das ist auch das das fuckt mich am meisten ab, glaube ich. Dass die Kamera so langsam ist. Man kann sie nicht schneller machen. Eisenhand fängt den Scheinfeinchen sondersicher. Oh! Challenge accepted. Challenge accepted. Das hier natürlich wieder ein anderes Level an Eisenhand, ne? Das sind jetzt mal hier richtige Massen. Hier kommt ja nichts anderes. Hier gibt es nichts anderes Elektro. Hier gibt es nur Eisenhand. Alter, kommen hier viele. Ich glaube, den starte ich nochmal neu, den Counter. 5 Minuten noch. Den starte ich jetzt aber sofort mal neu. Wir müssen mal 1 Minute mitzählen, wie viele das sind. Wie viele man in einer Minute sieht. Ey, man sieht da mehr als, also man sieht da mehr als einen pro Sekunde. Oder? Alter, da kommen ja teilweise 4 Stück auf einmal. Gefühlt sind zu viele. Gefühlt sind es zu viele, alter Schwede. Und immer noch kein Shiny. Guck mal, wie viele das sind. Ey, das ist ja nicht mehr normal. Also hier kannst du ja 5-6 Stück rausholen. Allein nur von der Spawnrate. Wahrscheinlichkeit ist bei 1 zu 500. Ich habe doch safe schon mehr als 500 gesehen. Ganz safe. 2 in 30 Minuten untersuchen. Ja, mindestens. Bei den Spawns, wie lange bin ich jetzt dran? 10 Minuten erst, okay, wollen wir nicht zu gierig sein. 10 Minuten erst, noch keins. Das kann ja noch werden. Aber in 10 Minuten, das waren safe schon über 500. Wir müssen eigentlich mal spaßeshalber mitzählen. Auf 1 Minute und dann hochrechnen. Wie viele Sekunden haben eine halbe Stunde? 1 Minute hat 60. Mal 30, 600, 1800. Die Chance ist 1 zu 500. Und man sieht safe. Safe mehr als 1 pro Sekunde. Wahrscheinlich sogar doppelt so viel. Das heißt, man kann hier safe 4 oder 5 Stück rausholen. Ich muss eigentlich schon neu starten. Weil selbst wenn ich jetzt noch einen finde, du kannst mit einem hier nicht rausgehen. Da ist das Salz verschwendet. Selbst wenn du mal 1-2 Sekunden keinen hast, danach tauchen halt direkt wieder 5 auf. Ah, da ist er. Okay, ein. Ich sag, also bei 2 wäre ich fein. Wieso habe ich denn jetzt Azumarill vorne? Mit Pokéball fangen? Hast keine. Wieso Pokéball? Weil ich denn den Pokéball wollte. Ups! Also da bei den Spawns, es ist ja komplett dumm, da einen Shiny zu kriegen. Das ist ja so einfach. Pokebälle kaufen, Blitzer nach vorne. Und dann, ich hole da 2-3 Stück raus, mindestens. Also wenn ich nicht mit 2 rausgehe, dann starte ich neu. So, Abfahrt. Jetzt in der ersten Minute direkt den ersten. Also die Rechnung ist so, Lisa.
Jedes Pokémon, was hier auftaucht, hat eine Chance von 1 zu 500, dass es eine besondere Form ist, eine Shiny-Form. Und du siehst ja, wie viele hier auftauchen. Pro Sekunde habe ich jetzt einfach mal grob geschätzt einer. Das würde bedeuten, alle 500 Sekunden hast du einmal diese Chance voll und es könnte eigentlich einer, also im Prinzip kann die ganze Zeit einer auftauchen, aber bei den Raten hier müssten so viele auftauchen. So viele, wie ich hier sehe, 1 zu 500. Sagen wir mal, die Chance wäre 1 zu 2, also 50-50. Klar kann es sein, dass es du tausendmal keins, also tausendmal den falschen Topf hoch, den Deckel hoch, den falschen, keine Ahnung, das falsche losziehst. Aber wie wahrscheinlich ist das? Nach 500 muss doch eine ich bin im Wahrscheinlichkeitsrechnen, habe ich nie gehabt, aber da gibt es doch eine Rechnung für, das weiß ich. Wenn du 500 mal die Chance 1 zu 500 hast, gibt es dann eine Wahrscheinlichkeit, wie oft du dann getroffen hast. Ist aber auch in dem Game hier so einfach, Shiny zu kriegen. Guck dir mal an, wie viele hier spawnen. Und jeder hat eine Chance von 1 zu 500 Shiny zu sein. Ich bin schon wieder übel unlucky. 10 Minuten keiner. Eben hatte ich genau noch 10 Minuten ein. Also das ist, eigentlich muss ich schon neu starten. Also selbst wenn ich jetzt noch 2 finden würde, das ist, du kannst ja eigentlich nicht mit 2 rausgehen. Also es hat ein Typ 4 Eisenkrieger Shiny rausgeholt. In einer halben Stunde. Und Eisenkrieger spawnt viel weniger, weil du da halt auch die anderen Spawns mit drin hast. Ich habe gestern 2 Eisenrad rausgeholt. Also eigentlich kannst du hier nicht unter 4 rausgehen. Da ist das Gewürz ja verschenkt. Ein Shiny, das wäre so Verschwendung. Stellt euch mal vor, ihr müsstet jedes Pokémon hier encountern. Nicht nur angucken, sondern encountern im hohen Gras. 1 zu 500. Oder jeder, der schon mal Shiny resettet hat, weiß, wie lang das dauert. Aber jeder Spawn hier ist quasi ein Reset. Oder anders, jeder Spawn hier ist ein Ei brüten. Mit Schillerpin und Masuda-Taktik. Ei, 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 Ei. Es gibt Leute, die haben nach dem dritten Ei ein Shiny. Und jetzt stellt euch mal vor, diese ganzen Poker müsstet ihr wieder freilassen. Jedes einzelne davon fangen und wieder freilassen. Ich glaube, ich kann jetzt schon neu starten. Ups, 3 hintereinander, überleg mal. Diesmal kannst du nicht mit 3 rausgehen. Ja, gefühlt ist es so. Ich weiß, klingt komisch, aber du kannst, also bei den Chancen, bei den Shiny-Chancen, jeder, der schon mal ein bisschen länger Pokémon gespielt hat, guckt euch mal an, wie viele Spawns hier sind. Und jedes Mal 1 zu 500. Ne, ich starte nochmal neu. Das war ja mal komplett unlucky. Aha. So. Kann der irgendwas, um sich selber zu schaden? Du willst ja mit einem Pokéball. Das ist das Problem. Und Donnerwelle kann ich auch vergessen. Nein! Voltabsorber! Blitzer, perfekt! Bin einfach gut. Hier. Unterbewusst. Ich wusste das. Unterbewusst. Bin einfach gut. Reicht? Das Problem ist nur, wenn Blitzer stirbt. Dann habe ich Problem.
Dann habe ich Problem. Ah ja, da haben wir einen. Sehr gut. Ich habe da einen. Und mir kann ich ja einen holen mit Hyperball. Das sollte ja dann. Oder Wiederball. Aha! Aha! Habe ich nicht gesehen. Ich bin doch im Shiny-Fieber hier. Da sehe ich doch nichts. Da sehe ich doch nichts. Doch? Ja, dann. Begib dich mal auf die Suche. Da ist er drin. Zwei. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Restart doch einfach. Wieso? Ich habe ja schon zwei. Ich will jetzt hier nicht auf Krampf fünf Stück rausholen. Zwei reicht mir. Eins für Donnersichel und eins für mich selber. Da bin ich komplett fein mit. Und ich weiß, wie man ihn farmt. Ich könnte ihn auch nochmal farmen. Wir machen da eh weiterhin die 6er Raids. Oder ich mache auch alleine die 6er Raids. Also ich werde auch wieder an salziges Gewürz kommen. Und eins habe ich noch. Also ist gar kein Problem. Oder habe ich noch eins? Ist nicht 100% sicher. Haha! Da! Jetzt reicht's mir wirklich. Jetzt reicht's wirklich. Drei Stück. Und Varro, wie sieht's aus bei der Donnersichel?